Ja, es war das erwartete Abendspiel, das schwere Abendspiel. Also ich kannte Weiß-Blau vorher nicht. War klar, dass es ein schwieriger Gegner ist. Aber ich muss sagen, wir haben uns gut vorbereitet, auch am Dienstag schon. Und ja, vom Spiel her, es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten dann mit dem Tor da ein bisschen mehr Glück, haben das 1-0 dann gut gehalten, sag ich mal. Hatten auch noch mehr Chancen, hätten auch noch erhöhen können. Weiß-Blau hat auch ihre Chancen gehabt. Respekt auch an den Gegner. Sie haben wirklich gut gespielt. Ja, aber ich bin froh über die 3 Punkte, die waren wichtig. Wir sind extrem ersatzgeschwächt, gerade nach vorne. Unser Leistungsträger Steffen Hagemann, der die meisten Tore gemacht hat, fehlt uns derzeit halt. Das merkt man schon, weil er doch ein bisschen mehr Entlastung halt natürlich nach vorne auch schafft, weil er doch den einen oder anderen Ball dann hält und den Kopfball auch gewinnen kann. So fehlte halt der Druck nach vorne logischerweise. Es war klar, dass es schwer wird auf dem großen Platz hier, wo wir uns auch erstmal als Kunstrasenmannschaft natürlich umstellen müssen, auch noch bedingt durch die Größe. Wichtiger war für uns eher gut zu stehen. Also ich wollte einen Punkt mitnehmen, damit wäre ich zufrieden gewesen. Leider nicht geglückt. Trotzdem war es ein guter Fight, finde ich. Also klar, der Druck nach vorne hat gefehlt, aber umgekehrt habe ich jetzt auch nicht so viele Torchancen gesehen. Ja, klar, ein bisschen dynamischer vielleicht nach vorne, die Mannschaft mit schnelleren Leuten, also Fechenheim. Und ansonsten würde ich sagen, wenn das vielleicht unentschieden hier ausgeht, kann sich keiner beschweren von beiden Seiten. Ja, dafür bin ich ja hier, sag ich mal. Ich bin der Stürmer der Mannschaft. Der Ball war super rausgespielt. Tommy Wenk hat den Ball super zu mir gespielt und dann aus 11 Meter, dann mache ich dann das Tor halt. War schön. Wir hatten den Schuss noch mit dem Pfosten, glaube ich. Ich glaube, die Auswechslung war dann nochmal ganz richtig, weil es einen neuen Impuls nochmal gebracht hatte. Und ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, ehrlich gesagt. Also wir haben versucht, lange die Null zu halten, ist uns leider in der ersten Halbzeit nicht gelungen. Ich weiß nicht, ob das Tor jetzt abseits war oder nicht. Vielleicht kannst du das beantworten, war das die bessere Sicht vielleicht in dem Moment. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch einmal Glück, wo es meiner Meinung nach dann wieder kein Abseits war. Ich sag mal, der Anfang der Saison war, da waren wir halt ein bisschen holprig. Wir hatten mal viele Verletzte. Aber dann jetzt seit 3 Spielen, also es war jetzt der 3. Sieg in Folge. Und da wurden wir noch im Unentschieden gespielt in Hausen und ich denke, es geht jetzt auch weiter nach vorne. Und denn die Mannschaft hat Qualität und also wir gehören nach vorne, sage ich mal. Und dafür tun wir alles, wir trainieren hart, 2-mal die Woche, auch mal 3-mal die Woche und versuchen halt weiter uns da oben zu etablieren. Und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Wer jetzt Ärmel hochkrempeln, die Jungs haben super gefightet heute und dann werden wir am Sonntag die hoffentlich 3 Punkte holen, die nötig sind. Dann sieht das Ganze in der Tabelle wieder gut aus und man muss einfach mal sagen, wir sind Aufsteiger und haben bisher eine ganz gute Rolle gespielt und ja, das Ziel ist einfach nur der Klassenerhalt bei uns, auch mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Und dann sind wir froh, wenn wir am Ende über dem Strich stehen.